Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt neue, kleine, aber feine Informationen zum kommenden COD, zu MW2, das COD, das dieses Jahr rauskommt. Der Name MW2 ist auch noch nicht bestätigt, aber Infinity Ward hat bestätigt, dass es Nachfolger zu MW 2019 wird. Der Name macht also auf jeden Fall Sinn. Und die neuen Informationen, die kommen von Rice Valve, der diesmal sehr genau war. Er meinte nämlich, dass uns was am 30. April erwartet, also in knapp 2,5 Wochen. Und dass so ein genaues Datum genannt wird, ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist das eine Sache, die sich relativ leicht verschieben lässt und deswegen legen sich die ganzen Leaker oft nicht wirklich fest. Das scheint jetzt aber wirklich ein in Stein gemeißeltes Datum zu sein. Und meine Theorie ist, dass mit dem 30. April auch noch irgendeine Werbekampagne startet, dass deswegen noch andere Firmen irgendwie involviert sind, mehr Leute involviert sind und dass das dadurch ein Datum ist, was sich eben nicht so einfach verschieben lässt. Trotzdem muss man dazu sagen, dass das kein bestätigtes Datum ist. Das ist ein Leak, da kann sich noch was ändern und Rice Valve kann hier natürlich auch falsch liegen. Ich glaube, dass es stimmt, aber es ist nicht bestätigt. Was wir wissen über den 30. April ist, dass das anscheinend eher was Teaser-Technisches ist und dass da vielleicht bekannt gegeben wird, wann dann der Reveal stattfindet. Rice Valve meint nämlich noch, lasst mich noch sagen, dass der Reveal immer noch für Mai geplant ist. Und das ist jetzt auch eine typische Ansage von den Leakern, wo eben dann einfach gesagt wird, irgendwann im Mai, ohne ein ganz genaues Datum zu nennen. Also das ist die gewöhnliche Aussage, dass so ein ganz genaues Datum genannt wird, ist die ungewöhnliche. Ich bin gespannt, was am 30. April passiert. Ich denke, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass natürlich das Reveal-Datum bekannt gegeben wird, damit wir Bescheid wissen, wann im Mai alles wirklich komplett vorgestellt wird. Ich denke dann, dass vielleicht der Name bestätigt wird, also Modern Warfare 2. Der ist ja eben noch nicht offiziell bestätigt, wie ich gerade gemeint habe. Und falls die Idee mit einer Werbekampagne stimmt, wird es noch irgendwas geben, was man benutzen kann für eine Werbekampagne. Also irgendwie einen kleinen Videoclip oder irgendwie ein Bild, das dann irgendwie ja auf YouTube als Werbung geschaltet werden kann, zum Beispiel. Ich bin sehr gespannt. Und ich persönlich freue mich auf jeden Fall auf MW2. Ich habe wieder Lust auf ein Multiplayer-Game in einer modernen Zeit mit einem modernen Setting und der MW-Engine. Vanguard, ja, macht schon oft Spaß, aber da fehlt so ein bisschen die Seele, habe ich das Gefühl. Dann gibt es tatsächlich noch ein paar neue Informationen von The Ghost of Hope in Bezug auf DMC und in Bezug auf Warzone. DMC ist ja der Koop-Modus, der uns erwartet bei MW2. Ein Modus, der so ein bisschen in Richtung Escape von Tarkov geht. Also das wird der Spielmodus sein. Sprich, man kann sich ausrüsten, springt dann in der Map, kann da looten, kann gegen Bots kämpfen, aber auch gegen echte Gegner kämpfen. Und wenn man sich hochgelootet hat, wenn man genug Sachen gefunden hat, kann man versuchen, von der Map zu fliehen. Da gibt es dann so verschiedene Punkte, da kann man hingehen, dann kommt man runter von der Map und wenn man das schafft, dann darf man den ganzen Loot behalten. Wenn man stirbt und nicht von der Map kommt, dann verliert man aber alles, was man mit reingenommen hat in diesen Raid. Also schon ein spannender Modus. Escape from Tarkov hatte auch auf jeden Fall ziemlich viele Fans und das so ein bisschen runtergebrochen für die Casuals, für mich, könnte, glaube ich, ein ganz cooler Modus sein. Und da ist es jetzt so, dass The Ghost of Hope gemeint hat, dass da gerade 4 Maps in Entwicklung sind. Ich denke nicht, dass alle 4 Maps direkt beim Start von MW2 mit dabei sind, sondern wahrscheinlich erstmal eine und die anderen Maps kommen dann irgendwann übers Jahr verteilt. Und da sind anscheinend auch wirklich unterschiedliche Maps mit dabei. Es gibt ein paar kleinere Karten und auch ein bisschen offenere und größere Karten. Also, dass man, ja, DMC wirklich, ja, mit anderen und unterschiedlichen Paces spielen kann. Was The Ghost of Hope auch meint, ist, dass sich DMC und Warzone 2 keine Map teilen. Also jedes Spiel wird eine eigene Map bekommen, was sehr gut ist, eine sehr gute Entscheidung ist. Und er meint hier dazu, DMC zielt auf einen völlig anderen Spielstil ab. Darauf wurden die Karten ausgelegt. Die Karte von Warzone 2 wird um den Spielstil von Warzone herumgestaltet. Das sind andere Modi, dementsprechend macht es natürlich Sinn, da jeweils eine andere Map zu haben. Und ich glaube, das bedeutet nochmal mehr, dass Warzone 2 wirklich ein Standalone-Game wird. Und das macht natürlich die Entwicklung und auch die Map-Änderung und so weiter einfacher. Also wenn nicht irgendwie geguckt werden muss, ob eine Änderung an der Map für beide Modi Sinn macht, dann kann man sowas natürlich schneller umsetzen. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall ein guter Schritt. Da freue ich mich sehr drauf. Ganz viele Leute gehen dann davon aus, dass Warzone 2 im März 2023 erscheint, also ein paar Monate nach MW2 Release, wie das damals auch bei MW 2019 der Fall war. Warzone war ja nicht von Anfang an mit dabei. Und da gibt es jetzt nochmal eine Aussage, die in diese Richtung zeigt, auch von The Ghost of Hope. Er meinte nämlich, nach Gesprächen mit mehreren Quellen kann ich jetzt bestätigen, dass die nächste Version von Call of Duty Warzone im März 2023 erscheinen wird. Er schreibt jetzt hier zwar, er kann es bestätigen, aber eine offizielle Bestätigung ist es natürlich nicht. Aber The Ghost of Hope scheint sich hier wirklich sicher zu sein.
Und ich denke, es macht auch einfach Sinn, wahrscheinlich auch für Activision. So kann dann jeder erstmal MW2 spielen und Warzone 2 wird ja auch wieder kostenlos. Dementsprechend macht es natürlich Sinn, wenn man erstmal dafür sorgt, dass Leute MW2 kaufen, da ein bisschen zocken können und dann kommt Warzone 2 kostenlos raus. Ja, für uns bedeutet das, dass wir erstmal ein bisschen Multiplayer grinden können, vielleicht Waffen hochleveln können, falls das Waffenlevel verknüpft ist mit Warzone 2, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und dann wird es eben so sein, dass man schön ready in Warzone 2 springen kann, wenn das Game dann rauskommt im März 2023. Wird eine gute Zeit. Hoffentlich. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da für weitere COD-Videos. Wir sehen uns wieder zu einem neuen. Macht's gut, bis dahin.